Einen wunderschönen guten Tag, Friends, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir werden euch heute den schönsten Strand Europas zeigen. Denn ich meine, schaut euch das mal an, was hinter uns auf uns wartet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Reiseepisode. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Let's go! Juhu. Buenos Dias aus Formentera, meine Freunde. Wir fahren jetzt gleich zum Frühstück. Vorher wollte ich aber mal kurz sagen, dass wir uns einen Mietwagen hier auf der Insel gebucht haben. So einen kleinen Fiat Panda. Ist jetzt nicht das geilste und das größte Auto. Vielleicht wäre ein Cabri auch noch ein bisschen cooler und ein bisschen mehr Inselfeeling. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen, ein Auto zu holen. Man kann zum Beispiel auch einen Roller mieten, Fahrräder mieten. Was kann man noch mieten, Schatz? Ein Pferd! Ein Pferd, ein Boot. Kommt mal drauf an, wie viel Gepäck ihr habt. Die Insel ist natürlich eine der kleinsten Inseln der Balearen, aber so die Strecke von A nach B, von Norden nach Süden, ist schon so um die 4 Stunden, wenn man die laufen würde. Und wir haben natürlich immer extrem viel Kamera-Equipment im Gepäck. Dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, ein Auto zu holen. Und ihr müsst auf jeden Fall daran denken, dass ihr von Ibiza keine Mietwagen mit über rüberschiffen könnt nach Formentera. Das ist strikt verboten. Ich glaube, im Raum Mai bis August oder Oktober, und da wird auch von der Polizei auch drauf geachtet, dass ihr mit dem Mietwagen nicht rüberfahren könnt. Das auf jeden Fall für euch, und wir fahren jetzt zum Frühstücksladen. Let's go! Ja. Jo, kannst dich direkt da nochmal draufsetzen. Yes. Yes. Wir sind angekommen in Casa de Colori und wir haben uns bestellt einmal Orangensaft und übelst leckere, cheers, und Grapefruitsaft, und dann haben wir übelst leckeren Kaffee, weil die Italiener können es, ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Lokal, was von Italienern besitzt wird. Ich arbeite übrigens gerade noch an ein paar Videos und ein paar Fotos für euch, und ich glaube, einen besseren Spot gibt es nicht, und dann zeige ich euch gleich, was wir uns zu essen bestellt haben, oder? Hast du Bock? Yes, ich habe ausgesucht. Unser Breakfast ist angekommen. Wir haben, was haben wir hier? Salmon mit Rührei, Acai Bowl. Und was hast du noch bestellt? Kannst du nicht aussprechen? Nee, da muss ich mal nachgucken. Das sind so einfach wie so ein bisschen. Das Sandwich, Raps, ne? Das sieht gut aus, auf jeden Fall. Richtig nice. Mozzarella. Und ich liebe hier dieses Interieur. Es sieht so schön aus. Also, es ist bunt. Ja, und so viele Regenbogen. Nach einem bezaubernden Frühstück sind wir endlich angekommen an dem schönsten Strand Europas. Zumindest ist es meine Meinung. Also, ich habe noch nirgendwo in Europa so einen wunderschönen Strand gesehen. Überall kristallblaues Wasser, so viele Blautöne von Türkis bis hin zu Azur, bis hin zu tiefdunklem Blau. Und das streckt sich, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, so um die 4 Kilometer geht es hier einfach nur entlang der Küste von Formentera. Und ich finde, das ist einfach der schönste Spot. Und gerade auch im Mai ist es extrem ruhig. Wir waren ja hier schon mal vor 2 Jahren und es war so crowded. Man hatte fast kaum Parkplätze bekommen. Jetzt war es, ja, Juli, August waren wir hier zur Hauptsaison. Und jetzt im Mai absolut tiefe Entspannung. Wir sind die Einzigen, die hier labern. Deswegen zeige ich euch mal jetzt ein paar schöne Aufnahmen von oben. Denn von oben sieht das Ganze nochmal traumhafter aus. Also viel Spaß damit. Please,
Mitten im Sommer Gewitter gefangen. Gerade war noch absolute Sonne und jetzt auf einmal zack, Wetterumschwung. Aber wie heftig das Ding ist, oder? Aber irgendwie auch schön. Ein bisschen abkühlt, ein bisschen zu abkühlt. Krass. Freunde, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen von oben gefallen und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es sind meines Erachtens die Malediven von Europa. Ich meine, schaut euch mal dieses kristallblaue Wasser an, diese wunderschöne Lagune. Und ich meine, wir haben schon mal Ähnliches gesehen auf Sardinien, aber da war es schon ein bisschen zu touristisch, zu viele Leute, die dort waren. Und hier in Formentera, es ist absolut relaxing. Man kommt hier an, gerade Mitte Mai, kaum Touristen hier. Man kann hier einfach die schönsten Sonnenuntergänge anschauen. Das heißt, wenn ihr eh plant, mal auf die Balearen zu heizen, vielleicht Ibiza ansteuert oder so, kommt zumindest für 2 bis 3 Nächte mal hier hin. Einfach nur, um zu entspannen und vor allem hier die Malediven Europas zu erkunden. Weil das ist ja, das ist ein Traum, oder? Jetzt mal ohne Spaß, ich komme gar nicht klar. Vor allem, ganz ehrlich, wir sind hier die Einzigen am Strand. Es gibt kein einziges Boot, keinen einzigen Typen, keinen einzigen Touri. Weil man muss schon vom Hafen aus, ich sag mal, gute 2 Stunden wandern. Also die Tagestouristen kommen hier auf gar keinen Fall hin. Und wenn man mit dem Auto hierher kommt, dann muss man trotzdem schon mal so eine 20 bis 30 minütige Wanderung unternehmen, um an den letzten Zipfel von Sesilets anzukommen. Und das macht natürlich nicht jeder. Deswegen, die Aussicht lohnt sich und man ist komplett für sich alleine. Und wir haben jetzt ein bisschen Hunger, deswegen sehen wir uns gleich im Restaurant und schnabulieren uns was rein. Friends, wir haben den Strand richtig genossen. Wir waren, glaube ich, jetzt noch 4 oder 5 Stunden dort. Haben richtig schön gebadet. Und jetzt habe ich uns was Wunderschönes reserviert. Und zwar ist es das Chez Gerdy. Abgelegen am Strand. Man kommt hier relativ schwierig hin. Einfach über so eine abgelegene Straße. Aber was für eine Oase, oder? Unfassbar schöne Kulisse, Leute. Ja. Es ist so richtig Flower Power. Ich bin im Paradies. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Auf jeden Fall sieht der Sunset schon mal ziemlich gut aus. Und ich empfehle es. Und wir gönnen uns jetzt mal was Leckeres. Let's go! So nice, gerade mit dem Hippie-Ding, ne? Ja, ja, ja. Wow, das sieht richtig geil aus. We're waiting for it. Showdown. No, yeah, it's coming. Beautiful. Okay, who wanna try? Yeah, let her try. For you? Yeah. Okay. Das Restaurant ist auf jeden Fall nicht ganz günstig. Wir können auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch hier hinpflanzen solltet, dann bestellt auf jeden Fall eine ganze Flasche, weil das kommt auf jeden Fall günstiger weg, als sich kleine Gläser zu besorgen. Und ansonsten ist die Aussicht fantastisch. Den Preis absolut alle Male wert, oder? Ja, auf jeden Fall, weil man hat auch ein bisschen mehr und ich finde die Dekoration, deshalb meinte ich gerade Hippie. Also zumindest ist das angelehnt daran, mit den ganzen Blumen und den Biestern. Es ist wundervoll, was sie hier für eine Oase hingezaubert haben, gerade am Meer. Und links und rechts gibt es kein Restaurant und man findet es, glaube ich, nur, wenn man das Restaurant auch kennt. Der Krüger hat es natürlich wieder hier recherchiert. Und wir gönnen uns jetzt einen kleinen Starter,
Cheers und dann sehen wir uns gleich beim Essen. So Freunde, als Starter haben wir uns einen Thunfisch-Tatar bestellt. Ich habe das letzte Mal Thunfisch-Tatar in Costa Rica gegessen und es war einfach nur vorzüglich. Und ich mag das einfach, so ein paar Erinnerungen immer hochschwenken zu lassen in Form von vielleicht einem Wein oder einem leckeren Essen. Und ich glaube, hier wird es auch richtig, richtig lecker schmecken. Schaut euch das mal an hier. Pizza mit Prawns, also Garnelen und Spinat. Und was hast du? Mit Boah, das sieht unnormal gut aus. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt schmecken. Der Thunfisch-Tatar war ja schon richtig Hammer. Und die Pizza, die sieht auf den ersten Blick auch schon gar nicht so enttäuschend aus. Man kann sich hier einfach auch mit den Getränken vors Restaurant chillen. Vorne ist das Restaurant. Und hier vorne sieht man direkt Ibiza und den Sonnenuntergang. Wie schön ist das bitte? Traumhaft, oder? Ja. Bist du happy? Voll. Gut und überrascht? Du? Ich bin auch immer happy. Boah, ist das voll, oder? Gut, dass wir reserviert haben, ey. Ohne Spaß. Einfach nur traumhaft. Ich habe mir das schon gedacht, ne? Weil wir letztes Mal waren wir auch schon so unterwegs auf Formentera, wollten unbedingt in so ein Restaurant reingehen. Dann sagen die so, nö, hab nicht reserviert. Ich so, alles klar, das kann doch nicht so voll sein. Insel ist ja gar nicht so voll. Ja, die ganze Insel ist richtig hier irgendwie vereint, ne? Aber richtig cooler Spot. Besonders schön, oder? Ein wunderschöner Abend geht zu Ende und vor allem ein wunderschöner Tag auf Formentera. Mir hat's richtig gut gefallen. Ihr habt den schönsten Strand kennengelernt und vor allem auch eine richtig tolle Restaurantempfehlung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es so war. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder aus Formentera. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Haut rein. Adios. Jo. Herzlich willkommen zu einer neuen Reise-Episode. Episode. So.